Ihr Lieben, nach der Schreckensendfolge in der letzten Folge, das war der Horror. Ich bin hier am Bett gefesselt gewesen, währenddessen mich drei Monster, drei Zombie-Vampire, ja, bearbeitet haben, gekillt haben. War sehr unangenehm, weil es war eher mehr Buggy. Weil keine Ahnung, wie schnell die irgendwie zu mir kamen, wie schnell die überhaupt irgendwie. Na egal. Wir müssen unsere Kiste befreien. Wir haben nämlich echt viel Sachen. Und das wäre echt eine Schande, das nämlich nicht. So, wir müssen unbedingt was trinken. Oh, haben wir hier Wasser schon drin gehabt? Nein. Wir müssen unbedingt Wasser kochen. Zum Glück mit der großen Flasche geht das jetzt ziemlich schnell. Hätte ich schon alles machen können mit der großen Flasche, aber daran habe ich einfach nicht gedacht. Und die habt ihr mir das dann irgendwann. Eigentlich habe ich mir, ihr habt mir das ja öfters geschrieben, dass ich das endlich mal machen soll. Und jetzt habe ich es. Los, warten wir mal ganz kurz, bis das Feuer hier. Geht ja schnell. Sauber. Sauber, sauberes Wasser. So, uns geht's wieder gut und wir müssen unsere Kiste finden. Ausmachen an. Egal. Hier, guck mal, hier war noch Holz, ne? Nehme ich das mal ganz kurz. Wenn wir schon mal einmal hier sind. Oh nein, ich habe schon wieder ein Brett genommen. Ach Mann. Das nervt. Jetzt habe ich diese Bretter schon wieder. Wo ist der denn jetzt? Im Wasser gespawnt oder was? Ja. Nicht mit mir. Frau Lustig. So, weil ich jetzt ein paar Bretter habe, Leute, muss ich das sowieso loswerden. Komm, so, jetzt, zack. So, sonst sind sie wenigstens schon mal weg. Alles klar. Okay. Dann, wollen wir mal weiter. Huch, da bin ich mich gerade voll erschrocken. Wir müssen unsere Kiste wiederfinden. Echt ärgerlich, dass die Kiste jetzt irgendwo in der Stadt liegt oder im Dorf. Und wir müssen jetzt dran. Und da ist der nächste Tag, ja, ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Diese Horrorshow, die wir hatten. Ich wollte eigentlich nur mal noch einmal schnell durch das Dorf laufen, durch das Dorf irgendwie in ein Haus und dann auf einmal. Kam von links welche, von rechts welche, von vorne welche. Manche, wenn dich einer beißt, ist okay, dann hält er dich kurz fest, aber du kommst dann nachher doch noch los. Wenn dich aber mehrere hintereinander beißen, kommst du nicht mehr weg und dann bist du so schnell tot. Ich habe ja auch keine Rüstung. Ich bin nackt. Nur mit der Mütze laufe ich rum. Mit der Käppi. Wie viele Pfeile haben wir noch? 17. Okay. Ups. Ups. What the Henkel? Warum sind das so viele? Auf einmal. Wow, warum sind das so viele auf einmal? Pfeil wieder. Oh, kleiner. Okay, ich bin schon verwundet. Nein, nur getroffen einmal. So, jetzt komm her, Kollege. Gib den Pfeil her. Alles egal. Hauptsache, Pfeil ist da. Langsam mir den Pfeil geben, ist das alles okay. So, wo ist denn jetzt die Kiste? Wo? Ist das die laufende, ne? Okay. Natürlich. Zicke, gib mir meinen Pfeil nicht mehr wieder. Habe ich jetzt. Oh, ich habe doch einen Pfeil doch irgendwo nicht mehr wiederbekommen. Ich habe nämlich 17 gehabt eben. Wo war denn die Kiste jetzt nochmal?
hier oder da? Wo steht meine Kiste? Kiste. Kiste. Shit. Was hier? Mist. Ich habe die Kiste nämlich direkt vor dem... Oh, ist so viel los hier. Die Kiste nämlich vors Haus gestellt. Scheiße. Aber hier ist es nicht. Nein. Wo ist meine Kiste? Gefährlich. Da ist sie. Yes. Okay. Ich tue mal irgendwie alles da reinschieben, was ich da rüberbringen kann. Das brauche ich gerade nicht. Okay, die komme ich. Oh! Okay, Pfeile wieder zurück. Alles okay. Okay, ich glaube, wir könnten. Wir können erstmal hier rein. Passt. Okay. Ein Döschen nehmen wir mal mit. Für das, dass die Häuser so verlassen sind, sind die schön, schön gut aufgeräumt, ne? Und auch eigentlich recht sauber. Das sieht übrigens aus wie beim, wie von Ark Survival Evolved, so ein kleiner Köttel von den Dinosauriern oder einen, den man selber ablässt. Ja, das Spiel hat so eine tolle Animation, dass man pupen kann. Ist ja auch was Wichtiges. Was haben wir hier? Ich nehme es mal mit. Das ist gut. Das nehmen wir auch mit. Ah ja. Yes, Baby. Guck mal hier. Chemietisch. Perfekt. Und da bin ich gestorben. Direkt davor. Hätte ich das vielleicht noch geschafft. So, wo war der Eingang? Gut. Supi. So, jetzt versuchen wir das erstmal hier loszuwerden. Gewicht 2. Der Sound ist echt gut, weil das passt nämlich genau in die Ecke dann. Also, man weiß immer sofort, wo das passiert. Das ist immer supi. Warum kann ich keine Kohle stecken? Sand brauche ich eigentlich nicht. Kann ich die Dose kann ich stecken? Ja, sehr schön. Okay, geht's weiter. Weil jetzt sind wir einmal hier, jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir nicht die Kiste nur noch retten, sondern wir farmen uns jetzt hier erstmal mal durch. Okay. Erst gucken und dann rein. In den Regalen liegen ja die ganzen Blaupausen, aber hier sieht es ziemlich ruhig aus. Oh nee, Plastik nehme ich immer mit. Kriege ich das jetzt untergebracht? Woher kenne ich den Sound? Den Sound des Aufnehmens von Gegenständen. Woher kenne ich den?
Ich weiß es nicht. Der sagt mir irgendwas. Ja, super, kann ich stapeln. Das kann ich auch stapeln. Cool, da haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann kann es weitergehen. In das Häuslein gehen wir mal hier. Da liegt einer. Da. Gibt es hier irgendwas zu holen? Eine alte Waschmaschine, wie cool. Naja, okay. Ob das wirklich so eine tolle alte Waschmaschine ist, das sieht ja eher aus wie so ein. Keine Ahnung. Kannst du in den Orbit schießen? Sieht aus wie ein Raumschiff. Ah, der trockene Ziegel ist, der nimmt mir zu viel Platz weg. Ich glaube, ich muss wirklich zu allen Gebieten hier. Wo ist das hier? Das ist hier. Eins, zwei, drei, ne? Ja. Ich glaube, das ist das kleinste Gebiet, oder? Oder sind die alle gleich groß? Bin mir da nicht so sicher. Tuch, ja. Oh ja, Elektroteile oder Mechanikteile, was es ist. Das ist eine gute Sache. Das ist auch gut. Jetzt geht's hier nach oben. Nee, finde ich voll gut, ey. Schönes Haus. Ich mag das. Sehr schön. Okay, cool. Da ist noch so ein Kollege da vorne, aber konnte ich nicht hier. Das. Der geht sogar zum Haus. Habt ihr gesehen, der ist ins Haus gegangen. Coole Sache. So, jetzt ist die Frage. Waren wir in dem Haus hier schon? Oh mein. Da war eine Party oder was? Nebeneinander stehen hier, das gibt's ja gar nicht. Blöden Viecher. Oh. Sie sind gefährlich. Das ist eine coole Bank. Also wenn man gechillt auf der Bank sitzen möchte und möchte sich auch irgendwie irgendwo mit mal ablehnen, auflehnen, anlehnen. Alles. An, auf, um. Ja, Tuch. Das suche ich echt. So welche Sachen, die brauchen wir nachher zum Craften, zum Schneiderieren. Okay, Dose kann ich nicht mehr aufheben. Hätte ich aber haben und machen können. Doch, hätte ich wohl. Doch. Wieder hoch, nehme ich mit. Dann brauche ich das nämlich nachher nicht mehr. Wenn wir das mal brauchen, dann habe ich die Sachen nämlich schon da. Hahaha. Jetzt die Frage. Die backen ja manchmal auch selber. Es leckt jetzt leider. Weil die kommen jetzt hier reingebackt. Wir haben super Wegfindung. Eine super Wegfindung im Spiel. Kompliment. Kompliment, Herr. Könnten Sie mich jetzt bitte alleine lassen und Ruhe? Hallo? Die Seile brauchen wir nicht. Tuch kann ich euch auch alles super, kann ich alles schön stapeln. Ja. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, egal. Ich nehme es erstmal mit und gucken wir mal.
Das Spiel fängt an zu lecken, wenn die dich entdecken und du bist im Haus. Dann versucht das Spiel einen Weg zu finden, findet er aber nicht und fängt an zu lecken, weil er versucht irgendwie dich, dass das den Zombie, das Monster, wie das Ding heißt, zu dir zu lotsen. Das sei jetzt hingeschmissen. Einfach weggeflogen. Außer Glas, ne? Nein, kann ich nicht mehr. Nix mehr. I'm so sorry. So, das war's aber, oder? Kann ich hier noch irgendwas reintun? Ah, das kann ich ja stapeln. Kühl. Kühle Sache. So, cool. Wird's hier dunkel oder was? Nee, oder? Nö, kann ja nicht sein. Es wird so leicht diesig, ne? Ich höre mal Geräusche. Von irgendwelchen Schritten oder sowas. Aha. Wieso? Was geht's? Was ist mit mir los? Kohlenhydrate. Habe ich noch was? Nein. Okay, müssen wir uns beeilen jetzt. Gucken wir nochmal hier ganz kurz rein. Ich mache mal trotzdem das Türchen zu. Ich weiß dann nicht, ob ich hier schon gewesen bin. Sämsche, nehmen wir mal mit. Ziegel wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Könnte ich mitnehmen? Kann ich. Könnte ich unterlaufen? Ja. Ah ja, Kevlar, super. Hier ist schade, dass sowas hier ist. Ah ja! Solarmodul, cool! Yes! Yes, yes! Bis jetzt ist es ja ein recht erfolgreicher Tag. Ich bin noch nicht gestorben, kann ich den. Ja, war zu groß. Cool. Wir müssen aber los, weil. Kriege ich jetzt schon Schaden? Dass man jetzt eigentlich noch Durst hat, finde ich doof, wenn es regnet. Also man kann ja eigentlich auf die Zeit so ein bisschen. So, wo müsste ich jetzt hin? Darüber mache ich jetzt einfach. Oh, da ist einer. Die stand am Fenster, habt ihr gesehen? Hat sich so angehört, ob irgendwie ein Bär oder irgendwas hinter mir her ist. War aber nicht. Gut, cool. Wir haben eigentlich ganz gut abgesahnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier rüber. Aber das Problem ist, wir müssen jetzt, also ich muss unbedingt was essen jetzt. Also ich kann jetzt nicht nur Fleisch essen, das Spiel will auch, dass ich ein bisschen was Gemüsiges esse. Verstehe ich gar nicht warum. Okay. Das ist übrigens der gleiche Weg, wo der Wolf ist, aber. Ah, der ist hinter mir. Alles gut. Ich suche echt noch was zu essen. Also Mais oder irgendwas anderes. Ich habe so viele Samen in der Tasche und kann nichts ansetzen. Ich bin übrigens total gespannt, was so ein Extrahierer macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung, was das macht. Hallo Schwein. So. Wo war jetzt meine Minibase? War die hier? Muss sie ja sein, ne? Ja. Passt. Okay. Supi. Hingestellt. So, jetzt wollen wir erstmal ein paar Sachen mampfen. Trinken. Jetzt eigentlich alles da, außer die bösen Kohlenhydrate. Naja. Jetzt mache ich aber Folgendes noch. Ah, hier brauche ich echt eine Leiter. Wieso kann ich nicht springen? Ach, wegen Holzscheiten, Mensch.
Bretter 2. 1. Ach, kann ich nicht. Wie kann ich das jetzt machen? Kann ich was in die Kiste noch tun? Nee. Wie viel kostet mich so eine Kiste? 8 Bretter. Könnte ich jetzt machen. Aber wie mache ich, wie, wo und wie lege ich die Sachen jetzt weg? Da liegt's. Okay. Dann wollen wir mal Platz machen. Müsste ich jetzt eigentlich passen? Nein? Oh, passt nicht? Ich muss den einen noch Platz machen, das eine Ding hier. Aber ich kann, glaube ich, den Samen noch weglegen. Ja, dann kann ich das hier rüber. Und jetzt kann ich die Sachen 8 Stück, ne? Ich nehme einfach mal. Okay. Noch einen. Ach nee. Ach nee, jetzt habe ich ein Brett in der Tasche. Jetzt kann ich wieder weitermachen mit dem. Mit dem nächsten Teil hier. Ich wollte das Bretter nicht einfach so wegschmeißen, deswegen. Bisschen doof. Okay. Hier. Tue ich mal ganz kurz die Sachen hier rein. So, okay. Habe ich mal erstmal ganz kurz meine Hand frei hier. Okay, das wollte ich noch aufheben, bevor das nämlich verloren geht. So, jetzt ist Problemo. Ich brauche unbedingt Gemüse. Versuche eigentlich immer die Axt wegzulegen. Manchmal deswegen mache ich immer zweimal diesen hier, weil ich will die Sachen ablegen, also weglegen. Aber was macht er nicht? Noch ist das da. Aber nicht mehr viel und nicht mehr lange. Ne. Mein ganzes Leben ist ja sowieso im Arsch schon. Kaputt. Ne, Pech gehabt. Gut, dann gehen wir wieder zurück und arbeiten uns einfach so durch den. Machen wir einfach so weiter. Pech gehabt. Und Fell. Nein, jetzt. So, bestimmt wie was runtergerollt. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Einer haut immer ab. Aber wirklich immer. Kurz so, zack. Ich glaube, das waren 2, die ich brauchte, ne? Nee, 4. So. Ist natürlich kein halbes und kein ganzes Haus. Aber. Ist okay. Nee, auf der Seite will ich gerne noch ein Fenster haben. Hier kommt die Tür. Und hier wieder zu komplett. Okay. Wir könnten eigentlich auch direkt. Nein. Ah! Schrock. Schick, schick, schick. Zack. Und zack. So, machen wir es komplett zu. Okay. Wie sieht's aus? Überlebe ich das noch? Nee,
Kohlenhydrate sind weg und ich verliere auch ganz radikal gerade an Leben. Mensch. Stellt sich aber auch was an, der Kerl hier. Wir machen mal Folgendes, Leute. Wir machen mal Folgendes hier. Genau so mache ich das jetzt. Pass auf. So, das hier. Okay. Wir machen direkt hier eine Schmiede. Kleine Steinchen geben wir uns jetzt besorgen. Dann können wir wenigstens schon mal hier, oder? Ist ein Steinchen hier? Ja, super. Ich hab gerade in dem Moment gedacht, das wäre ein Frosch, der aus dem Wasser hüpft. Das war's? Immer diese nervigen hässlichen Fräseln hier. Du hässliches Fräsel. Weg mit dir. Das ist Lehm, ne? Ist auch ein Lehm. Ist das ein Lehmstein? Ich glaube schon, ne? Das kann man nicht mal so. Ich glaube, man kann das erkennen, aber nur ich nicht, ne? Hier ein Stein. Ich brauche einen Stein. So. Ich gucke gerade nicht auf den Stein. Ich gucke mal im Hintergrund, ob ich irgendein Pflänzchen sehe. Wir sind noch eh, als ich die ganz kurz die Kiste abgestellt habe und dann stand ich neben der Melone. Fand ich so lustig. Man hat das aber erst gesehen, als ich auf die Kiste wieder geguckt habe. Mensch, ich habe keine Lust immer hier zu kämpfen, nur wegen so ein bisschen Gemüse. Mann. Deswegen, warum mache ich das gerade? Damit ich mich Eisen machen kann. Und mit Eisen. Ach nee, dann brauche ich aber auch wieder eine. Kannst du für die Pfeife rauchen, ne? Geht wieder nicht. Ach ja, wird schon gehen. Ich glaube, wir laufen nach Hause. Das kann so laufen. Ich gehe mal ganz kurz eine Runde schlafen, damit ich ein bisschen Leben bekomme. Okay, wir gehen bei Nacht auch nach Hause, oder? Nee. Wir schlafen uns durch. Nein! Nein, nicht die Nacht. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Ich sehe nichts. Kommen die nach hier oder was ist los? Da kommt einer. Eine. Ach, das ist so kacke immer, ey.
Dankeschön. Könntest du mal sterben, ey. Ich habe jetzt 50 scheiß Pfeile in dich reingepumpt. Ach komm, ich nehme das mal hier so. I'm so sorry, Leute. Ich habe gerade keine Fackel, oder? Jetzt, okay. Könnte ich die Pfeile alle wieder haben? Oh Mann, ey, ist das schwer. Ganz ehrlich, das ist so anstrengend. Erst recht, wenn du die gar nicht triffst. Oder wenn du sie triffst und die halten dich immer fest. Oh Mann, ey. Sind die alle despawned und ich kann meine Pfeile nicht mehr wieder. 3 Pfeile. Vor allen Dingen, warum muss der alles einreißen? Ha! Jetzt kann ich das nicht da drunter setzen. Ach, komm schon. Ach, Mann. Vor allen Dingen sind die alle despawned. In 0,0. Okay. Ich will hoffen, dass ich das da drunter setzen kann. Dankeschön, Spiel. Das ist ja nicht gesagt, dass er es macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt Holzscheite. Ich schlafe mir mal ganz kurz noch in die Nacht hier. Einmal. Oh, ausgerechnet diese Nacht, ey. Ausgerechnet diese Nacht. So. Ausgerechnet diese Nacht. Wenn ich gerade nach Hause wollte. Ich werde verrückt, Leute. Ich wollte doch nur nach Hause. Warum tun die das? Jetzt, die Folge ist übrigens wieder vorbei. 30 Minuten sind, aber ich will wenigstens meine Base wieder zusammenkleistern hier. Jetzt brauche ich wenigstens keine Kohlenhydrate mehr. Schade. Baue ich das wenigstens hier noch. Okay. Das Bett kann ich wieder umstellen. Na. So, okay. Die Kiste kommt wieder rein. Okay, was haben wir hier drin gehabt? Ah ja, das ist das ganze Zeug, was ich hier... das kann ich alles hier lassen. Das lasse ich hier, das lasse ich hier. Okay. Hatte ich hier nicht was zu essen gehabt? Nee, oh, ich habe übrigens nichts mehr zu essen da. Wie geht's eigentlich meinem Charakter? Hier was zu saufen noch? Ein bisschen habe ich was da gehabt, okay. Wir können ja Folgendes machen. Wir füllen das ganz kurz. Warte, ich habe nämlich hier noch ein bisschen Zeugs drin. Ah, ich habe hier in der Tasche. Dann fülle ich das kurz auf. Mach das Feuersche an. So, dann kann das nämlich schon ein bisschen runterkochen. Und wir gehen. Tschö. Ich nehme die Sachen mit und dann gehen wir. Ich sage erstmal, für diese Folge sage ich erstmal tschüss, oder? Soll ich noch bis nach Hause laufen? Ist das weit? Wisst ihr was? Wir machen das mal zusammen. Wir laufen... Ne, das nicht. Wir laufen zusammen nach Hause. Ne, die kann ich ruhig hier lassen. Vielleicht, wenn wir hier wieder zurückkommen, dann haben wir wenigstens was. Das kommt mit drüber. Mann, ey. Ja, die kann ich auch hier lassen. Man weiß ja nie. Das kommt mit. Die lasse ich auch hier. Das sind die Kartoffeln. Nee, die Kartoffeln nicht. Federn. Ja, Federn lasse ich nicht hier. Aber ich lasse hier ein paar Samen von Gürkchen. Ja, Gürkchen lassen wir hier.
Ansonsten brauchen wir nichts, was ich hier lassen soll, ne? Müsste, brauch, könnte, dürfte. Ja, wir können los. Ich glaube, wir können los. Den Rest, der Rest kann so bleiben, wie er ist. Und ab. War nicht unbedingt einfach. Ich habe hier viel Ärger gehabt. Erst recht, wenn die Base so angestürmt wird von diesen blöden Zombies und die lassen sich da nicht mehr aufstehen. Also stehst auf und bist direkt wieder tot. Dann frage ich mich in diesem Moment, was kann man denn dann in diesem Moment dagegen tun? Ist das Safe kaputt? Wenn man nicht mehr aufstehen kann? Also, ne, habt ihr gesehen, ich kann ja nicht mehr woanders spawnen. Ist ja nicht wie bei Ark, wo man sagen kann, ich will ein anderes Bett. Ich glaube, wir haben in der nächsten Folge eine schöne Crafting-Folge mit ganz viel Materialien. Und ich habe ja jetzt auch den Webstuhl, kann ich jetzt auch endlich kleistern. Dann kann es ja endlich mal losgehen. Ich müsste, glaube ich, weißt du was, ich mache mal zu Hause mehr Gewächshäuser. Und dann können wir auch mal ein bisschen mehr Glas herstellen. Vielleicht machen wir mal Setzkästchen. Und dann können wir eigentlich auch mal ein... Falscher Weg? Nee, ist eigentlich okay. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier noch was farmen kann. Dann können wir nämlich dann auch noch ein Dings machen. Oh, hier ist noch ein Stein, siehst du? Ein Gewächshaus, wenn wir nämlich die Satzkästchen gemacht haben. Cool. Man muss, glaube ich, überall in diesen Gebieten immer so ein Teil hinbauen, ne? Ah, nee, komm schon. Ah, jetzt brauche ich einen Stein und dann geht das wieder los, alles zu suchen. Ich habe keine Lust. Kannst du mich mal. Ich will es nicht. Da lang? Da lang? Da. Okay. Ich habe da keine Lust zu. Jetzt wieder drei Stöckchen zu suchen, ein Steinchen zu suchen und... Och nee. Wir wollen eigentlich nach Hause. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Bei uns werden auch die Pfeile langsam knapp. Also wir können auch nicht mehr groß kämpfen mit irgendwem. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal. Zum Glück sind die Wildschweine total friedfertig. Im Spiel. Im Real Life ganz sicher nicht. Ich freue mich wieder, wenn ich mein Häuschen sehe. Wie weit sind wir davon entfernt? Dahin. Man findet aber echt... Okay. Wenn du die Grafik runterstellst, dann siehst du es ganz sicher ganz oft. Und es gibt bestimmt ganz viel. Aber so im dichten Dickicht findet man überhaupt nichts an Gemüse. Ne? Ganz selten mal. Oh, wir sind schon da. Nein, ich wollte jetzt nicht im Regen ankommen. Mann, ey. Trautesheim, Glück allein. Ich bin da. Nein, ich hätte nicht ins Menü gehen sollen. Jetzt habe ich meine Kiste da hinten wieder. Wusa. Wusa, die steht da hinten. Durst. Naja. Ich lege die Sachen erstmal ab. Jetzt bin ich einmal nur mal hier und dann lege ich die Sachen ab und dann gehe ich die Kiste gleich noch holen.
Ach, das ist so dämlich, was ich gemacht habe. Aber ich vergesse das jedes Mal, dass man ja nicht ins Menü gehen darf. Und dann legt er die Kiste ab. Was würde Terence Hill in dem Moment sagen? Sie Arsch. Sie Arsch. Okay. Ich sage mal tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich gehe mir die Kiste jetzt gleich mal holen. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.